Wie schaut es denn im Moment aus mit den Hochrechnungen oder ist schon was fix? Fix ist noch nichts, aber so wie es ausschaut, ja, habe ich wohl oder bin ich auf einem guten Weg, das Direktmandat zu erreichen. Okay. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Was ist Ihrer Meinung nach oder aus Ihrer Liste das Wichtigste, was Sie jetzt zeitnah als erstes anpacken wollen? Nun gut, ich bin jetzt seit 11 Jahren Bürgermeister und aus diesem Grund würde mich natürlich sehr stark das Thema Innenpolitik und Kommunalpolitik im Bayerischen Landtag interessieren. Darüber hinaus, als ehemaliger Gymnasiallehrer, bin ich natürlich sehr stark am Thema Bildung interessiert. Und das Dritte, das für mich sehr interessant wäre, ist das Thema Finanzen. Als Kandidat hat man eigentlich, glaube ich, am wenigsten das sichere Gefühl, wie es denn ausgehen könnte. Und vor diesem Hintergrund bin ich eigentlich mit einer sehr geringen Erwartungshaltung reingegangen. Ich war noch nicht im Landtag, bin Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde. Ich war mir nicht sicher, wie das bei den Bürgern ankommt. Vor dem Hintergrund war es natürlich großartig, was wir heute erleben durften. So wie es ausschaut, wird die CSU ohne eine Koalition regieren können. Und wenn die Prognosen einigermaßen stimmen, kann auch ich mit einem, glaube ich, sehr guten Ergebnis in den Bayerischen Landtag einziehen. Okay. Gibt es vielleicht noch ein Wort an die Bürger, die Sie gewählt haben? Ein kleiner Dank vielleicht? Auf alle Fälle. Natürlich möchte ich mich ganz herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die der CSU ihre Stimme gegeben haben und die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ich werde natürlich alles in meiner Macht Stehende tun, um ja, dieses Vertrauen auch wirklich zu verdienen.